Willkommen zurück beim ersten Templer. Ich bin der Rodebert und ja, wir haben gerade die Gefangenen befreit. Wie ihr seht, keine mehr da. Ob sie es schaffen oder nicht, wissen wir noch nicht. Aber wir wissen, dass der hiesige Architekt eine relativ sadistische Ader gehabt haben muss. So. Ich habe etwas Besonderes für unseren Freund hier vorbereitet. Ja. Das lassen wir natürlich nicht zu, dass... Und wir verteilen fleißig kritische Schläge. Und bekommen auch einige. Ja, wir sind ein Shaolin-Templer. Habt Dank. Ohne euch wäre ich jetzt tot. Was soll ich jetzt machen? Sie werden mich töten. Lauft so schnell ihr könnt, weit weg. Und wir haben ein weiteres Bonusziel abgeschlossen, wie es scheint. So, und wir haben jetzt wieder genug Punkte, um wieder was zu kaufen. Eine weitere Gesundheitskugel kann, denke ich, nie schaden. Wenn wir gerade nicht so viel Schaden fressen, aber... So. Und auch Roloir bekommt kritische Treffer dazu. So. Weiter geht's. Wir hätten mit einer ganzen Einheit herkommen sollen, um diesen unheiligen Ort bis auf die Grundmauern niederzubrennen. Vielleicht machen sollen, haben wir aber nicht. Das hier ist weder unsere Kirche noch unser Glauben. Wohl wahr. Das ist krank. Okay, volle Imbrunst. Sehr schön. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Marie von Ebelin? Eben jene. Seid ihr hier, um mich zu retten oder jemand anderen? Wir sind euretwegen hier. Freut mich, das zu hören. Ich wurde streng bewacht. Ohne Hilfe hätte ich nicht entkommen können. Dieses Monster Isaiah ist in der Nähe. Wir können bestimmt nicht so einfach unbemerkt gehen. Gut. Ich möchte, dass er uns bemerkt. Dann steht nicht bloß herum. Benutzt den Hebel im Gang, um meine Zelle zu öffnen. Okay, das Weibsvolk ist tough. Kommt aber ohne Hilfe nicht raus. Ich ernte gerade böse Blicke. Aber es ist mir egal. Frau nach meinem Geschmack. Arsch, du hast meine Trefferkette kaputt gemacht. So, jetzt noch die letzten beiden Wachen umstechen. So. Das war der letzte. Nein, war es nicht. Seht. Auf die Knie, Templer. Ich will euch beten sehen. Niemals. Ihr werdet hier sterben. Es gibt keinen Ausweg. Es gibt immer einen Ausweg. Cillion, geht! Ich halte sie auf! Ich bleibe bei euch, Roland. Nein! Rettet Marie! Bringt sie hinaus! Tötet sie! Tötet sie alle! Lauft, ihr Narren! Okay, wer von euch fühlt sich jetzt auch an Herr der Ringe
Ich erinnert. Muss zurück und Roland retten. Von wegen. Es gibt nichts, was sie tun können. Flieht, ihr Narren. Okay. Wir haben jetzt eine neue Begleiterin, wie es scheint. Sie kämpft mit zwei Dolchen, wie es ausgesehen hat. Schauen wir mal, was sie kann. Marie. Und sie hat auch die ganze Zeit Erfahrung gekriegt, auch wenn sie nicht dabei war. So, was kriegt sie dann? Das sieht gut aus. Fähiger. Ja. Lebenskraft. Ein bisschen mehr Lebenskraft und Fähigkeit. Oh, Dolchwurf. Heimtückischer Wurf. Okay. Ja, schaut auch gut aus. So, schauen wir mal, wie sie im Kampf agiert. Wie ihr seht, sie hat auf jeden Fall relativ wenig Leben. Das heißt, vielleicht sollten wir nachher doch das Spotten erlernen, dass sie nicht angegriffen wird. Jetzt sterbt ihr! Für Roland! Aua. Ja, diese automatisch ausgeführten Angriffe sehen schon cool aus. Aber wir haben genug Erfahrung gekriegt, um die nächsten Punkte zu verteilen. Das werde ich wirklich mal spotten. Mal schauen. So, und sie lernt Schlagfest zurückwerfen, kritisches Auge, Wut, Konzentration, ja, Zorn. Schauen wir mal. Wohin jetzt? Ich gehe nicht zurück. Das ist die Kanalisation. Sie müssen irgendwo rauskommen. Aber wir kommen hier runter. Der Weg vor uns ist blockiert. Mal sehen, wofür dieser Hebel gut ist. Ja, mal sehen. Vielleicht lässt er das Wasser runter. Aber natürlich, er lässt diese Holzplattform auf dem Boden runter. Eine weitere. So, und wie es aussieht, haben wir hier wieder eine weitere Steintafel. Ich bin der Ansicht, dass die Zeit für die Christenheit reif ist, eine revolutionäre Idee gut zu heißen. Es gibt eine neue Ritterschaft, deren Mitglieder Eigenschaften von Krieger und Mönch harmonisch und unteilbar in sich vereinen. Ich spreche von den Templern. Diese unbeugsame Streitmacht Jesu ist angetreten zu einem endlosen Zwei-Fronten-Krieg, sowohl gegen Fleisch und Blut als auch gegen die unsichtbaren Mächte des Bösen. Sie steht für eine ideale Ritterschaft und tadellose Ritterlichkeit. Unterstützt sie nach besten Kräften, auf dass sie bei ihrer heiligen Mission voranschreiten, für das Gute kämpfen und die Kräfte der Finsternis besiegen kann. Bernhard von Clairvaux zum Lobe der neuen Ritterschaft. Ja, genau. Ich bin auch dafür, dass wir ein bisschen mehr Unterstützung bekommen. Auch wenn wir jetzt neue Unterstützung haben, in Form einer, wie es aussieht, Schurken. Und das ist ganz offensichtlich eine Falle, da den Hebel ziehe ich nicht. Diese Löcher am Boden erinnern einen irgendwie an Prince of Persia. Solider Stahl. Wir sitzen in der Falle. Zu eurem Glück habe ich einen Schlüssel. Lady Isabel? Es ist schließlich angebracht, dass ich mich revanchiere. Es war nicht schwer herauszufinden, wohin ihr gegangen seid. Roland ist zurückgeblieben.
Denkt nicht daran, zurückzugehen. Er hat deshalb so gehandelt, damit wir entkommen können. Ah, ein nobles Opfer. Schade, ich habe den großen Kerl immer gemocht. Ich muss ihn retten. Er ist tot. Würde er noch leben, hätte er uns inzwischen eingeholt. Lasst Rolands Opfer nicht umsonst gewesen sein. Vergebt mir, Bruder. Ich werde euch rächen. Das gelobe ich. Marie, die Sache ist größer, als ich dachte. Die Inquisition schmiedet Ränke gegen den Templerorden. Wir müssen zum Großmeister. Im Jahre 1291 der Fleischwerdung unseres Herrn ehren wir hiermit unseren Waffen- und Glaubensbruder Roland von Saint-Omer. Er hat sein Leben verloren, als er im Namen Gottes für die Gerechtigkeit kämpfte. Er schlug eine tapfere Schlacht und fiel unserem Feind zum Opfer. Lasst euch nicht täuschen, unser Feind ist kein fehlgeleiteter Mönch der Heiligen Inquisition. Es sind nicht die Ungläubigen im Osten, nicht die Räuber auf den Straßen oder die Sünder in den Städten. Unser Feind ist der Teufel. Sein Blick sieht alles und er kann jeden erreichen. Der Teufel ist der Feind, der euch angreift. Der Teufel ist jedes Hindernis auf eurem Weg. Er wird euch eurer größten Liebe berauben. Er wird an euren tiefsten Sehnsüchten rühren. Lasst euch nicht täuschen. Unser Feind ist der Teufel. Amen. Es ist Gottes Wille, dass ihr beide diese Reise gemeinsam fortsetzt. So, hier jetzt nochmal eine kleine Verabschiedung. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Warum hier auf dem Hauptmenü? Ganz einfach, weil auf den Ladebildschirmen und in den Videosequenzen die ganze Zeit geredet wird und ich da nicht zwischenbabbeln möchte. So, die Einleitung vom nächsten Abenteuer beim nächsten Mal. Bis dann, cheerio. Euer Rode.